Cube Life Island Survival, meine Brüder, ist auf der Switch und es ist sehr gefährlich gerade, denn hier sind die Haie. Ja, klar. Und sie werden uns wahrscheinlich komplett schlachten, so wie es aussieht. Denn wir sind hier in einem komplett leeren Gebiet. Also es gibt hier keine Insel oder so. Also ihr seht, wir sind nur von Wasser umgeben. Ich hoffe, dass die Haie es nicht schaffen, mich irgendwie zu schlachten. Wobei die halt wirklich langsam immer schneller werden. Was heißt, wir müssen auch wirklich gucken, dass wir es bald mal ins nächste Gebiet schaffen. Wir scheinen ja auch schon fast anzuklopfen. Also bitte! Oh mein Gott, die ganzen Haie, kommt zu mir. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Hallo? Das Ende ist doch so nah. Jetzt komm schon! Ah! Man sieht sogar den Übergang, oder? Oder? Von daher, auf in den Norden. Wir gucken ins nächste Gebiet hinein. Es wird wahrscheinlich genauso langweilig wie in diesem Gebiet. Hoffentlich nicht. Es war spannend. Lasst einen Daumen nach oben dafür den heiligen Support. Und vielen Dank für die Unterstützung. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und hier sehen wir einige... Ja, klar. Wir zeigen es mal... Oh mein Gott. Guck mal, wie das leckt, wenn wir in den Zoom-Modus gehen, Bruder. Wie ist das, wenn wir... Wie ist das dann, wenn wir... Ja, gut. Den Ladebildschirm zu Video-Screenshotten macht ja aber gar keinen Sinn, weil es nur Standbild ist. Aber das müssen wir uns mal im Hinterkopf betrachten. Das Abspeichern von Videos wird es sehr hart lenken. Höchstwahrscheinlich schon, so wie das gerade eben ausgesehen hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen so weit weg sind. Ein Fischi! Ach je! Ja, der heilige Bruder. Was aber natürlich nicht heißen soll, dass wir hier nicht vorsichtig sein sollten, weil die Haie kommen auch schon angezischt. Die haben den Braten auch schon gerochen. AKA, das bin übrigens ich. Es sieht übrigens so aus, als wäre das Gebiet genau das gleiche wie eben auch, ne? Also ihr seht, was das Ding ist, oder? Adler. Haie, die jetzt hier sind. Und auch generell sieht mir das verdammt ähnlich aus. Gebiet, Nummer, wie heißt es? D5. Hm. Let's go. Hier sind Bären, glaube ich, gewesen, oder? Ja, Mann. Wir haben eine neue Bärenart entdeckt. Ja, klar. Eine neue Art und Weise, uns zu heilen. Ne, also das ist halt wirklich fucking wichtig gerade. Dass wir das entdecken. Also irgend so ein Bärstrauch oder so. Vielleicht Bärlauch. Lecker. möglich wäre es auf jeden Fall. Wir haben ja wirklich 360 Grad voll mit diesen Beeren. Das sind irgendwelche Cranberries oder so. Und die werden wir uns jetzt alle ehrenlos hineinrendern. Wobei ich sogar nicht weiß, ob ein Blatt, das wir zerstören... Also das wird uns doch safe mehr als einen geben, oder? So wie das hier aussieht. So viele Beeren, die da drin sind. Ich glaube nicht, dass uns ein Blatt auch nur eine einzige Beere gibt, sondern irgendwie 3, 4 oder so. Wie geil wäre das denn? Dann müssen wir aber auch gleich mal dann betrachten, was es überhaupt für Beeren sind. Vogelbeeren oder... Also ich hoffe, die essen diese anderen essbaren Vogelbeeren. Nicht die, wo du dann vergiftet bist und umkippst. Gar keinen Bock. Wir sehen aber hier jedenfalls ja eine klare Bucht, aber auch mit Haien natürlich. Ja, was uns dazu bringt, wir sollten jetzt auch eigentlich langsam anfangen, Bogen und Pfeile zu bauen. Damit wir weiterkommen. So, wir können uns nicht darauf verlassen, dass diese Haie ein umschiffbar... Ja gut, Schiff ist halt auch das richtige Stichwort irgendwo, ne? Aber auf der anderen Seite, ich meine, was bringt dir ein Pfeil und Bogen, wenn du... im Wasser bist und 3 Haie vor dir hast, weil du im Wasser schwimmst, aber dafür Pfeil und Bogen hast. Ich glaube, das ist nicht so geil, wie wenn du ein Boot hast. Deswegen wäre vielleicht erstmal ein Boot schlauer. Also Pfeil, Bogen oder Boot? Das ist hier gerade die Frage. Und dies werden wir natürlich auch entscheiden müssen in einer Fragerunde. Und zwar in den Kommentaren. So, was sind das für Beeren? Cranberries, ich wusste es doch. Ehre geht hinaus. Ja, die Cranberries, meine Freunde. Lecker. Oh. Was war das denn? War das der Adler? Der hat gerade andere Laute gemacht, so. Also, ihr, diese Laute eben. Diese Vogelbaby-Laute. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Wir haben genug Cranberries gesammelt. Es kann doch nicht sein, dass uns diese Insel nur Cranberries gibt. Es muss doch mehr hier geben. Da oben ist ein Berg. Das sieht wild aus. Ach so, hier leckt es jetzt auf einmal nicht. Aber was wir jetzt mal machen werden, ist die Bildschirmaufnahme anmachen. Und gucken, wie das dann performt. Na klar.
Wir lunzen rein und sehen, es läuft flüssig. Ja, was für eine Überraschung, oder? Das hätte ich aber auch erwartet, dass es flüssig läuft, wenn wir das hier aufnehmen. Rekorden, dies, das. Ja, also das war gerade die Aufnahme und das hier ist jetzt wieder echt. Ja, willkommen zurück, Brüders. Es wird immer noch Zeit. Die Haie, die Haie, die Haie, die Haie, die Haie. Die Haie, die Haie, die Haie! Der Hai! Der Bruder. Oh mein Gott, Alter, ich bin die voll am Fieden. Ich will nur auf die andere Seite. Weil mich dieser Gipfel da oben interessiert. Oh Gott, Alter, einfach vier Haie in der Umgebung. Also, Jungs, ich sage euch, was ist. Was soll ich denn jetzt hier machen? Irgendwie vorsichtig irgendwo anders rüberschwimmen. Boah, Bruder, die Wasserspiegelungen sehen anders krank aus. Ohne Witz, Mann. Also, das ist halt wirklich. Also, ich muss euch sagen, das sieht halt wirklich besser aus als alles gerade. Also. Ich sag mal, die Wasserspiegelung sieht schon viel besser aus als mit dem Minecraft-Texturpaket. No, I can't eat and drink while fighting. Was es auf Switch gibt. Das ist einfach so. Das muss man anerkennen. Ja, danke, Bruder, für dieses sehr ekelhafte Geräusch. Dankeschön. Der Bruder ist sich am Gönnen, aber mies. So, ihr seht, wir zischen gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch unter Wasser tun können, aber ihr seht auf jeden Fall, wir müssen sehr dringend los, Bruder. Ja klar. Oh nein. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Wo bin ich? Mama! Ah! Ich sehe nicht, wo ich bin. Ich sehe nicht, wo ich bin! Ich bin doch irgendwie... Oh, lol. Ich war die ganze Zeit unter Wasser. Bruder. Ja, ich würde mal vorschlagen, ich baue mich jetzt mal dann hoch, oder? Wie auch immer ich das machen soll. Hä? Wo bin ich? Stell mal eine Fackel auf. Stell doch mal eine Fackel auf! Verdammt nochmal! Das ist halt... Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich kann die Nächte momentan nicht rausschneiden, weil einfach viel zu viel passiert. Entgegen meines ganzen Plans. Ich, ersticke unter Wasser, obwohl ich nicht sehe, dass ich unter Wasser bin. Weil ich dachte, ich wäre schon draußen. Aber auf der anderen Seite, du erkennst ja auch wirklich gar nichts mehr. Aber auf der anderen Seite leben wir auch gerade sehr gefährlich damit, irgendwie hier weiterzukommen. Weil es ist irgendwie gerade relativ kritisch. Lass uns das hier mal zubauen. Zur Sicherheit. Weil ich bin mir sicher, dass wir uns hier gerade eingebaut haben. Und das könnte unser Verlies für die Nacht werden. Ja klar. Ich glaube, da oben ist der Gipfel. Dass ich ihn überhaupt finden konnte bei dieser Orientierung hier. Gamma auf 10 geknallt, weißt du, und sehe trotzdem nichts. Kann doch nicht sein. Ja, also übrigens, immer noch eine weitere Nacht ohne Kannibalen, Fragezeichen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Die sind ja beim letzten Mal gekommen, weil es, ich weiß nicht, ich stelle es mal ein Fragezeichen, geregnet hat. Das habe ich mir jedenfalls gedacht, ne? Dass da irgendwie die Kannibalen in der letzten Nacht jedenfalls nicht gekommen sind. Weil es, weil die Sonne geschienen hat. Und das letzte Mal, als sie da waren, hat es ja auf jeden Fall geregnet, oder nicht? Das würde bedeuten, also, ich meine, könnte auch Zufall gewesen sein, aber in meiner Erklärung würde das jetzt heißen, die kommen nur, wenn es regnet. Was aber Schwachsinn wäre, warum sollten die nur bei Regen kommen? So, ich wundere mich eh schon, dass sie halt nicht immer... Oh, verdammt, ihr seht das Problem. Unsere Basis ist eigentlich keine Basis, wenn man von oben drauf rumrennen kann. Deswegen sollten wir natürlich gucken, dass wir dann außen rumbauen. Da ist auch gerade irgendwas verreckt, wahrscheinlich das Huhn. F an das Huhn. Ich habe ihm nichts getan. Das hat er wahrscheinlich wieder selber zu verantworten, der Bruder. F geht aber raus. Ich weiß gerade gar nicht, warum mein Controller so vibriert. Was ist los? Liegt das an Gegnern? Oh, verdammt, da ist jemand. Ich glaube, da ist wirklich jemand. Also Real Talk jetzt, da ist wirklich jemand. Hundertprozentig. Ihr habt das Ausrufezeichen gesehen. Wahrscheinlich haben die uns noch gar nicht gesehen. Und ich
habe das Gefühl, die möchten uns gerne sehen. Aber ich möchte die nicht gerne sehen. Und deswegen entzische ich jetzt hier auf diesen Baum. Ja, und damit ist das Nachtlager aufgestellt, meine Fräuleins. Oder ist hier keiner? Hä? Warum gerade das Ausrufezeichen? Ich dachte, dieses Ausrufezeichen wäre, weil da jemand kommt. Weil da potenziell jemand unterm Baum ist, der uns killen will. Hä? Ich weiß nicht, was das Ausrufezeichen zu bedeuten hat, Brüder. Ja, es tut mir sehr leid. Ich würde es Ihnen gerne erklären. Aber ich habe leider auch gar keine Ahnung. Genau wie das Auge. Also dann heißt das Auge auch nicht unbedingt, dass Kannibalen da sind, aber... Muss ja eigentlich, weil wir doch diese Kannibalengeräusche gehört haben. Ja, und keine Ahnung. Schon sehr mystisch. Oh oh. Da ist wieder irgendwas geschlagen worden. Ich weiß nicht von wem oder von was. Aber da kriege ich auf jeden Fall ein bisschen Panik. Huhn! Geht's Ihnen gut? Bruder? Sehr kritisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich warte mal wieder bis 5. Lassen wir es mal wieder ein bisschen heller werden, würde ich sagen. So, es ist jetzt 16:30 und das muss doch jetzt eigentlich auch mal reichen, damit wir weitergehen können. Dass es halt eben hell genug ist und so. Also an den Kannibalen, der mich jetzt hier verfolgt, glaube ich ja eh nicht mehr. Weil ich glaube, jetzt die Uhrzeit ist, wo der safe abhauen würde. Und du willst mir sagen, dass das ein Berg ist, der nur aus Stein lebt? Das sieht aber verdammt tief aus. Nicht, dass es wieder so ein Gewässertyp ist, weißt du? Dass da nur Wasser ist und sonst gar nichts. Das wäre gar nicht geil so. Och Junge, lass mich doch in Ruhe. Nein. Oh Gott. Wir haben es irgendwie runtergebackt. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, aber egal. Wir bauen uns in die Wand, damit uns der Adler nicht kriegt. Ich meine, als ob der hier in irgendwelche Lücken reinkommen kann. Kann natürlich sein, ne? Dann würde er uns wahrscheinlich komplett kaputt machen, weil wir in der Wand drin sind und er auch. Das heißt, er berührt uns ständig und für jede Berührung, habe ich das Gefühl, kriegen wir Schaden. Also wird er uns komplett kaputt machen. Sage ich euch, wie es ist, Brüders. Das könnte halt wirklich ihr Wesen sein hier. Ich nutze die beiden übrigens nur zum Abbauen von... Hallo? Ah ja, 6 Uhr. Da geht die Musik natürlich aus. Na klar. Was haben wir? Es ist Eisenerz! Kommen Sie heran, Bruder. Kommen Sie heran! Und jetzt haben wir doch langsam die Motivation gefunden, einen Ofen zu bauen, oder was? Eisenerz. Wichtige Angelegenheit. Damit wir auch bald mal ein bisschen mehr rankommen können und ein bisschen weiter verstärken können. Ich hoffe wirklich, der Adler kommt hier nicht rein. Ich habe hier extra eingebaut, damit wir uns hier verteidigen können. Na klar. Ja, das sieht aber sehr lecker aus. Also das ist auf jeden Fall Eisen. Das ist safe Eisen. Ich habe erstmal überlegt, ob es Gold ist, aber als ob wir Gold mit, wisst ihr, was ich meine, mit einer Steinspitzhacke abbauen können. Um es als Block zu kriegen. Das ist safe Eisen. Ja, perfekt. Das schmeckt, ja klar. Und ich glaube auch, dass es dann soweit erstmal war. Steine, also Steinblöcke haben wir mehr als genug. Steinsteine. Kohle haben wir jetzt auch ein bisschen weiter sammeln können. Ja gut, hat sich ja am Ende des Tages doch gelohnt. Na gut, dass wir hier runtergegangen sind. Aber wo ist der scheiß Adler? Ich weiß es nicht. Ist hier unten auch vielleicht ein Hai oder so? Irgendwer, der uns überraschen will? Safe. Safe. Ist das doch ein Hai, oder? Was war da? Ah, nee. Das ist nur ein Huhn. Der Bube. Ja, moin. Ja, machen wir kurz ein bisschen weiter Auge, würde ich sagen, oder? Oh, ich hoffe, der kommt hier nicht rein. Also ja, was ist hier unten? Ist das nur die Spiegelung vom Wasser? Oder geht's da unten wirklich irgendwo weiter? Stell dir mal vor, wir finden hier wieder Perlen. Das heißt wieder. In dieser Staffel haben wir noch keine einzige Perle gefunden.
Ah. Oh nein. Der Hai. Dass wir so weit draußen sind, hätte ich noch nicht gedacht. Oh Gott, aber da habe ich eine Muschel gesehen. Die hat doch safe eine Perle drin. Jetzt los. Machen Sie sich hinfort. Ne, das Ding ist so, damit du den Hai killen kannst, der hat da so viele Lebenspunkte. Also der ist so OP. Das kriegst du halt nicht. Ne? Das kriegst du nicht hin. Mit so einer Stein-Axt halt noch, weißt du? Kannst du halt komplett vergessen. Wir, würde ich sagen, haben das Gebiet hier dann aber auf jeden Fall genug erkundet. Ja, guck mal, das waren, glaube ich, meine verzweifelten Eskapaden, aus dem Wasser wieder rauszukommen. Letzte Nacht, ne? Die kompletten Paras und die kompletten Kicks. Man kennt den Aal. Ja, ist die Frage. Gehen wir... Ich würde sagen, wir erkunden das so ein bisschen im schlangenförmigen System. Gehen jetzt zurück nach E. Was heißt zurück? Wir gehen in den Osten. Nach E5. Weiter. Let's go. Also die Adler gehen mir wirklich extrem auf den Sack. Es sind wirklich so überall 4 Adler oder so in deinem Umkreis. Und du kannst dich hier nicht anständig konzentrieren, weil die dich halt ständig am Pieksen sind. Das tut auch weh. So, geht's jetzt eigentlich Richtung, Richtung Osten? Wo geht's? Richtung Osten? Hallo? Ich glaube, die Richtung. Ich glaube, diese Richtung ist richtig. Also, es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier einen Schatz übersehen haben oder so. Also, so ein paar Schatztruhen, die es hier versteckt gibt. Aber ich kann mich nicht darauf konzentrieren gerade, Jungs. Wir haben ein paar andere Probleme. Wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ich hoffe auch übrigens, dass das Gebiet E5... Ich meine, verdammt, wir sollten es ja eigentlich kennen. Na, ich denke nicht, dass es ein allzu spektakuläres Gebiet ist, aber... Na, wer weiß, vielleicht ist da ja irgendwas. Ein Dorf oder so. Meine ich jetzt kein Kannibalendorf oder sowas. Also da, wo die Welt noch in Ordnung ist. Da, wo man sich zu Hause fühlt. Wir zischen auf jeden Fall mit unserem Rucksack. In den Osten. Nein, in den Westen? Was? Warte mal kurz. Hä? Ja, dann in den Westen. Bruder. So, und damit wären wir jetzt im, ja, Hashtag neuen Gebiet. Aber ich frage mich, warum das hier ein, also warum wir jetzt gerade Richtung Westen gegangen sind. Eigentlich war das doch für mich der Osten. Und das ist ja wieder extrem kacke, weil halt nur Haie kommen. Das kann ich halt nicht gebrauchen, deswegen gehe ich halt schnell zurück Richtung Osten und werde auch dann weiter Richtung Osten gehen. Aber ich bin der Meinung, ich bin doch gerade schon Richtung Osten gegangen. Ja, was soll's, ne? So ist das Leben. Ja, ja, man kennt den Aal. Apropos Aal, gibt's überhaupt Aale in dem Spiel? Haben sie hier Aale hinzugefügt? Wenn ja, würde ich sagen, rein in den Aal. Die Sau. Ja, komm, wo wir schon mal hier sind, nehmen wir nochmal hier die Kohle mit. Vielleicht ist ja noch die ein oder andere, ja, Eisenerzader da drin. Wir wissen es nicht. Man kann es nur vermuten. Ich sage aber nein. Aber selbst wenn, wir haben ein bisschen Kohle auf jeden Fall jetzt noch klar gemacht. Gehen dann aber jetzt gleich wirklich in den Osten und nicht in den Westen. Ja, also, da sieht man, ich wäre da... Oh, was zum Teufel. Ich wäre damals ein Kind der BRD geworden, ne? Wenn man mir gesagt hätte, okay, Jungs, ab in den Osten, dann wäre ich wahrscheinlich in den Westen gegangen. Wahrscheinlich bin ich auch deswegen im Westen aufgewachsen. Hm. Der Bube. Na klar. Also, doch noch ein bisschen Eisenerz hier. Ich bin überrascht. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass hier auch gerade so viel ist. Guckt euch das mal an. Was eine Wand so viel zu erzählen hat, das ist unglaublich. Hm. Na klar. Hier ist auch noch was. Ja, nehmen wir alles mit, auch Steine und so. Für den Ofen. Ja, sicher. Hier auch noch was. Ja, das Ding ist so, für euch dürfte das wahrscheinlich ganz klar zu sehen sein, dass da jetzt gerade auch hier Eisenerz sich, aber ich sehe das nicht. Weil mich also es ist halt die Softbox. Die Softbox kickt so hart rein und strahlt mir mit so einer Intensität ins Gesicht. Ich sehe gar nichts mehr.
Ich müsste mir hier jetzt eine Fackel aufstellen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Aber was wahrscheinlich auch ästhetischer zum Zugucken für euch ist. Wo sich alle fragen, ja, wieso hast du das jetzt erst gemacht? Keine Ahnung. Gar keinen Bock, die gleich wieder abzubauen, Alter. Gar keinen Bock. Da oben ist auch noch was. Schön. Na dann. Haben wir jetzt aber auch genug gearbeitet. Harte Arbeit war das jetzt gerade hier. Und das schmeckt aber auch, ne? Ah, es schmeckt. Kann der Charakter auch kotzen, wenn man ihn überfüttert oder so? Übersättigt? Kann man in diesem Spiel übersättigen? Mann! Scheinbar nicht, weil halt sonst... scheinbar wirklich nicht, weil immer dann, wenn du gerade auf 100 bist, irgendein Adler kommt und dir gerade wahrscheinlich eine Haut vom Kopf zieht oder so. Vom Kopf zupft. Denkt der, ich bin ein Döner oder was? Schwein! Also wahrscheinlich, oder was heißt, also ich bin wahrscheinlich für ihn alles. Döner, ein Burger. Das ist immer so knapp mit den Drecksviechern. Diese verdammten Haie. Verdammten Mistschweine. Jetzt lasst's mich mal in Ruhe jetzt. Muss ich jetzt wieder mit der Silberaxt flexen? Ja, da gehen sie ganz schnell lieber hin fort, ne? Wir müssen Auge machen. Sollten auf die Insel aber safe kommen. Es sei denn... Es sei denn... Sirius! Geh da hoch! Gott, Alter, wie die mich einfach in Ruhe lassen, obwohl sie mich noch hätten kriegen können. Ja, moin! Ich weiß aber manchmal auch echt nicht, wie man auftaucht. Ich weiß es nicht. Oder wie man auf eine Plattform drauf geht, die am Wasser ist. Ich sehe es nicht. Ah, Bruderius! Bruderius! Ich glaube, es ist ZL, aber irgendwie manchmal, keine Ahnung, kickt das dann rein. Uff. Was haben wir hier? Ist das noch... Oh, das sind weitere Cranberries. Lecker. Das schmeckt. Nehmen wir uns mit. Und gehen dann jetzt endlich auch ins Gebiet E5. Also jetzt mal, das kann doch nicht sein. Da ist doch schon das Gebietsende, also können wir auch eigentlich direkt dahin schwimmen. Daher wird eh nicht mehr zu uns gelangen. Okay, guckt euch das mal an. Wir können zu gewissen Zeitpunkten des Spiels, wo es lädt, wahrscheinlich gerade... Lol, zu dem Zeitpunkt, wo es komplett ausrastet in diesen 20 Sekunden, wo die Switch wahrscheinlich komplett am Durcharbeiten ist, keinen Screenshot machen. Und ich wollte mir doch nur einen Screenshot machen, wie wir uns gewisse Gegenstände hier herstellen können. Bruder, hört ihr das? Ich glaube, wir sind in einem Dorf, Jungs. Ja, Ehre. Aber ich hoffe, dass sie mir nachts nicht zu Kannibalen werden oder so. Nicht, dass das hier so, keine Ahnung, Tag- und Nachtwechsel ist. Gefällt mir auf jeden Fall aber schon mal. Hier auch natürlich einige Boote. Ja, klar. Der Bube. Ja, hast du Bock hochzugehen? Auftauchen tut man mit den Z-Tasten. Achso, jetzt hat er auf einmal doch Bock. Warte, können wir auf das Boot draufgehen? Funst das? Keep pressing button to paddle right, handle button to paddle left. Ehre. Kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Aber wir kommen jetzt in die City, meine Freunde. Mal gucken, wie die sich so getan hat. This island is occupied by natives, and they look friendly. Yeah. Ja, Sie sehen, die Buben sind vereint. Auch die Schweine. Die Ehrenschweine. Na klar. Komm, einmal fürs Thumbnail. Einmal kurz alle. Ja, einen Anblick für die gesamte Familie, könnte man noch sagen, oder? Ja. Einfach nichts machen. Einfach. Ja. Einfach winkeln und winken und lächeln. Mehr will ich gar nicht von dir, Bruder. Hallo. Moin. Wow. Ja, die haben noch nie so einen großen gesehen, ne? Schweine. Ja, meine Fräuleins. Hey. Wow.
Hi. Ja, hi, was geht? Was geht, Bro? Hier sind natürlich noch einige Hühners. Na klar. Ja, die sind echt beeindruckt von mir. Oh. Sehen die nicht auch beide gleich aus? Bruder? Die sehen beide alle so aus wie so 8-Bit-Lehrer-Crofts in Minecraft-Skins reingesteckt. Ja, die Brüder. Was? Was? Das Ding ist so, ich habe das Gefühl, wenn ich an die Kiste gehe, killen die mich. Ich weiß. Ja, wünsche ich dir auch, Bruder. Ich glaube, das war gerade russisch, oder? Das klang gerade sehr osteuropäisch. Garnischka, wisst ihr was? Das klingt voll russisch. Da ist doch gerade irgendwas verreckt. Also ich glaube, das ist, glaube ich, der Dorfälteste. Wow. Ich glaube, der mag uns nicht. Deswegen speichere ich jetzt schon mal auf Ehre ab und gucke, was passiert. Das ist jetzt der Bonus für die, die dran geblieben sind. Ja, denn hier am Ende des Pachtes überprüfen wir natürlich auch, was passiert, wenn wir den schlagen. Ich werde aber natürlich dann im nächsten Part wieder an diesem Punkt starten, wo wir ihn noch nicht geschlagen haben. Deswegen speichern wir. Ne? Erstmal gucken, ob wir irgendwie mit dem interacten können. Nee, wir können vor ihm die Auberginen essen. Ja, lecker. Hier hast du einen Platz. Gönn dir, Bro. Dann tut pura nie Televisor, aber pura nie Kladnitschka. Na klar. If I do this, the natives will be angry at me for sure. Okay, also. Wir werden jetzt nochmal schlagen. Okay, ist vorbei. Ach je. Die Pfeile. Scheiße. Die Biatch. Nein. Ja, das war's dann für diesen Part, Brüders. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Man muss sich ja echt zusammenreißen, nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sachen zu machen und zu überstürzen und so. Also mit den Natives müssen wir sehr vorsichtig sein. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support. Abonnieren Sie rein für die Kicks und natürlich ganz klar, ein frohes neues Jahr, meine Brüders. 2021 ist da. Dankeschön fürs Zuschauen.